Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Lucky Block Projekt. Heute gibt es eine Special Folge, denn heute zeige ich euch, wie ihr die Map downloaden könnt und selber spielen könnt. Ich habe für euch einen Download-Link bereitgestellt, damit ihr die Map selber downloaden könnt und auch selber spielen könnt und gegen andere selber spielen könnt. Wie das Ganze geht, zeige ich euch in diesem Video. Also, let's go! Damit ihr die Map selber downloaden könnt, müsst ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung gehen und im Kommentar. Dort kommt ihr dann auf Planet Minecraft und dort kommt ihr auf diese Seite. Hier ist der offizielle Download-Link für die Map. Ihr seht dann hier einmal, haben wir einmal 5 Bilder von einmal Nuggetblöcken der Map, einmal der Insel, einmal der Mitteinsel, einmal der Lobby. Könnt ihr das Ganze angucken. Dann seht ihr hier einmal noch, wie viele Views es gibt, wie viele Likes es gibt. Und hier könnt ihr es dann downloaden. Dazu komme ich aber erst gleich. Hier seht ihr dann, von wem es ist, also von mir. Und hier seht ihr noch mit einer Beschreibung, mit Features, welche Nuggetblöcke es gibt. Hier ist die Features. Welche Version es ist, welche Minecraft-Version es hat und natürlich auch, wie man das Ganze installiert. Wie ihr das Ganze downloaden könnt, zeige ich euch auch in diesem Video. Aber für all die, die es nicht wissen möchten, können Sie auch hier einmal in der Beschreibung nachgucken. Aber wenn wir nun die Map downloaden möchten, können wir hier einmal auf diesen Download-Link gehen. Das ist Download Bedrock MC Template. Hier könnt ihr einmal draufdrücken. Zack. Öffnet sich kurz ein neues Fenster und hier seht ihr dann, hier oben downloadet sich das die neue Map. Hier könnt ihr einmal nun Doppeldick drauf machen oder einmal draufklicken, seht ihr hier in Minecraft direkt wird der Import gestartet. Hier wurde dann Lucky Block Bedwars erfolgreich importiert. Wir können nun einmal gucken, ob es funktioniert hat, und gehen wir einmal hier auf Einstellungen und hier auf Speicherung. Und hier müssten bei Weltvorlagen hier die Map drin sein, das ist die Lucky Block Bedwars mit diesem Logo. Da habt ihr schon mal alles richtig gemacht. Jetzt gehen wir einmal zurück auf Spielen und gehen einmal hier auf Erstellen. Und es geht jetzt nicht hier auf Neue Welt erstellen, sondern hier runter zu importierte Vorlagen. Denn mit diesen Vorlagen könnt ihr dann später die Map so downloaden, habt immer quasi eine Weltvorlage, dann müsst ihr immer wieder kopieren, neue Backups machen. Das heißt, wir gehen nämlich hier drauf auf die Vorlage und sehen nun hier sind alle Einstellungen, na gut, das Logo ist ein bisschen unscharf, egal. Hier könnt ihr nun sehen, was hier alles eingestellt worden ist. Die Einstellungen sind aktuell gesperrt, die könnt ihr natürlich auch selber freischalten und selber wieder in der Welt rumfliegen und dann Sachen selber machen. Aber fürs Erste ist sie immer gesperrt. Hier sind auch die Seeds drin. Hier seht ihr mehr Spieler, Cheats. Und hier einmal, hier sind die Resource Behavior Packs auch drin. Und einmal hier und einmal hier. Diese Packs sind wichtig, damit die Map funktionieren kann, weil sonst geht die Map nicht mehr. Die Experimente sind alle aus. Soweit gut. Was wir nur noch machen, ist einmal hier auf Erstellen drücken. Und schon lädt die Welt einmal. Das geht eigentlich ziemlich schnell. So, ganz kurz warten und schon sind wir drin in der Welt. Nun könnt ihr anfangen mit dem Spielen. Ihr könnt jetzt auch hier einmal runtergehen in die Einstellung. Das ist hier unten. Und hier könnt ihr einstellen, was ihr haben möchtet. Und sonst könnt ihr hier noch Multiplayer, Singleplayer einstellen. Hier die Upgrades, hier die Inseln. Und hier könnt ihr auch noch sehen, wenn ein Spiel läuft, wie es gerade aussieht. Genau. Hier drüben könnt ihr noch Holz und Steine auswählen, die ihr kriegen könnt. Aber sonst ist das Ganze fertig. Hier drüben seht ihr noch einmal die Ersteller. Das heißt hier, danke für die Hilfe und dann noch eine Info, von wem es gemacht wurde, also von mir. Könnt ihr euch auch später gerne durchlesen, wenn ihr es nicht downloadet habt. Hier nur ein kleines Jump'n'Run zum Zeitvertreiben. Wenn ihr das Spiel dann ganz starten möchtet, könnt ihr dann einmal hier auf Game gehen. Einfach hier reinlaufen, so, zack. Seht ihr hier oben im Chat steht einmal drin, Motto ist im Spiel beigetreten. Und die Map resettet sich jetzt einmal komplett. Das ist einfach wichtig, dass einmal alles zurückgesetzt wird und dann wird die Map gleich geladen werden. So, und da ist das Spiel schon losgegangen. Aktuell resettet es gerade, weil ich Multiplayer drin habe, aber sonst würde es alleine gehen. Und so könnt ihr dann alleine losspielen und dann Spaß haben. Ich werde euch auch noch außerdem einen Link in die Videobeschreibung und in der Map hier reinpacken, wo hier einmal eine Bug-Report-Liste ist. Hier könnt ihr dann euren Bug reinstellen, weil, falls ihr einen finden würdet. Hier könnt ihr dann schreiben den Bug, also den Bugname. Oder kurz beschreiben. Dann hier noch eine ausführliche Beschreibung, Screenshots reinfügen und in die anderen zwei Sachen müsst ihr nichts reinpacken. Hier werde ich einen Status reinpacken, ob ich es gelesen habe und nicht gelesen habe. Und einmal hier dann, ob ich es behoben habe. Und hier schreibe ich noch rein, wann ich den Bug behoben habe. Und dann werde ich dann, je nachdem, welche Bugs es gibt, dann hier auch die Version updaten. Das heißt Version 1.1, Bugs wurden gefixt. Dann könnt ihr auch sehen, aha, die neueste Version ist auch da. Genau, das ist einfach wichtig, dass auch hier die Sachen dann alle richtig gut funktionieren. Das heißt, falls ihr einen Bug finden solltet, bitte diesen einmal reporten. Könnt ihr mir entweder auf Discord schreiben oder einmal hier in diese Tabelle einfügen. Dann kann ich die auch später dann einfügen. Und dann wird es, je nachdem, wie viele Bugs es gibt, dann auch ein extra Video geben, wo ich dann einmal alle Bugs von euch fixe. Genau.
Aber das war's auch schon mit diesem Video. Damit kommen wir nun zum Ende von diesem Projekt. Denn ich werde vielleicht dieses eine Video noch machen, wo ich dann Bugs fixe. Aber sonst geht es weiter mit den nächsten Projekten. Aktuell baue ich ja gerade an einem Minigame-Projekt weiter. Das heißt, ich baue verschiedene Minigames ein. Das werde ich machen und sonst werde ich mal gucken, was dann in der Zukunft noch kommt. Ich habe schon ein paar coole Ideen, was ich machen kann. Aber die möchte ich noch fertig planen und mal gucken, überlegen, was ich da genau machen werde. Aber download gerne diese Map, lasst gerne ein Like unter diesem Video da, abonniert auch gerne diesen Kanal, um mir zu zeigen, dass ihr mehr von diesen Projekten haben wollt. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit der Map und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!